ja, so sieht's gut aus. Die Kleidung ist mir eigentlich relativ egal, weil ich weiß, dass man die Frisur und die Kleidung mitten im Spiel noch verändern kann. Also das ist ziemlich egal, schätze ich mal. Ja, lass uns in Rot gehen. Ja, wieso nicht? Badass, wie ich aussehe. Einfach nur episch. Okay. Auch nicht. Okay, das bin ich. Einzigartig. Ich spiele das Spiel übrigens mit Maus und Tastatur. Was ich nicht gemacht habe. Mit Maus und Tastatur finde ich das Spiel wesentlich besser. South Park. Mach gerne von Steam gehen. So, jetzt. Da müssen wir eingezogen. Schwamm lustiges so. Alles nehmen. Wieso nicht? Was auch mein lustiges. Ach so, ja, logisch. Okay. Geld. Yeah. Das weiß ich auch noch. Wir können hier kacken. Das ist episch. Jetzt zeige ich euch, was ein Kackprofi macht. Komm schon. Yeah. Ein erfolgreicher Toilettengang. Klumpen Scheiße. Das können wir dann später auf Gegner werfen, aber das werdet ihr noch sehen. Ja, das können wir dann auf Gegner werfen. Wir können sogar duschen, aber nicht vorher ausziehen. Können sogar in der Toilette furzen. Einzigartig. Das Beste wäre, wenn ich mit dem Furz die Dusche aus- und anmachen könnte. Hört ihr das auch? Ich glaube, das sind meine Gedanken oder sowas. Dass ich bin. Wahrscheinlich bin ich ziemlich böse oder so. Ich will Zähne putzen. Ich bin sogar zu klein, um in den Spiegel zu gucken. Was ist das für eine. Was ist das? Ich bin kleinwüchsig. Okay. Mom, ich komme. Du hast mir Geld versprochen. Ich freue mich immer auf mein Taschengeld. Gott, das ist komisch, mit der linken Hand auf der Tastatur zu spielen. Das ist das Problem, wenn man links an der ist und mit der linken Hand schon seine Maus bedient. Hey, Mom! You are this close to a timeout. Do that in the bathroom. Say excuse me. You. Was ist denn eklig? Jeder Mensch furzt. Geld, gar nicht, Frauen furzen hier nicht, sorry. Ich glaube, wir können hier sogar nachsehen. Schwarzer Blendschutz. Was ist das? Das sieht episch aus. Und Gesundheitstrank. Ich werde es mal aufsetzen, das weiß ich auch noch. Ich kann gar nicht in mein Menü gehen, das kann ich gleich erst, glaube ich. Ja, kann ich gleich erst, okay. Es geht noch nicht. Noch einmal furzen. Gross. Bis dann, Mom. Ich wünsche dir einen schönen Tag. It wasn't a request, it was a command. Now get out there and make some friends. Ja, ist ja gut. Meine Güte, what the fuck? Mein Vater ist so sauer. Soll ich mal beruhigen? Dir wurde eine Quest aufgezogen, drücke J, um deine Quest über sich zu öffnen. Jetzt geht's. Der Neue in der Stadt. Geh nach draußen und finde ein paar Kinder, mit denen du Freundschaft schließen kannst. Ich kann jetzt... Kann ich das in die Hand nehmen? Nope.
Okay, wo ist mein Bart? Hier. Schwarzer Blendschutz. Das ist doch keine... Wieso gehört das zu den Brillen? Schau dieses Mal an. Episch. Einzigartig. Sieht so gut aus. Okay. Lass uns mal Freunde finden. Oh, wir haben hier sogar eine Garage. Ich glaube sogar, ja genau. Im Dachgeschoss befindet sich immer was. Ich werde versuchen, alles aufzuheben. Surferlook, yeah. Jetzt können wir den Surferlook einnehmen. Das ist cool. Hier, Surferbrücke, Farben. Einzigartig. Welche Farbe wollen wir nehmen? Ich nehme blau. Ich sehe aus wie ein Emo. Ah, nein. Yeah, endlich. Gott, ich liebe diesen Sound, wenn er irgendwas... Diesen Sound, wenn er irgendwas anzieht. Hey, Schneemann. Passiert hier gar nichts. Ich dachte, ich kann ihn kaputt machen, wenn ich drauf furze. Hey. Ich glaube, ich muss ihn schlagen. Ich mach's ein bisschen kürzer am Anfang. Nein, hör auf zu petzen, Bitch. Hey, Butters. Lass uns Freunde sein, mein Name ist Danny. Klick auf deine Homepage, auf den Reiter mit den Sammelobjekten, um alle Freunde zu sehen, die du gefunden hast. Freunde gehören zu den Sammelobjekten. Hey ihr alle, wir haben einen Neuen, der mit uns spielt. Und er und ich sind Freunde, also wird ihn niemand ärgern. Das ist sowas wie WhatsApp, glaube ich, wo jeder irgendwas schreiben kann. Finde ich richtig cool. Freunde gehören zu Sammelobjekten. Okay. Now that we're friends, you should speak with the Wizard King. He's been talking about your arrival. The Wizard lives this way, in the greenhouse, over there. The Wizard King. Wie komme ich nochmal da ran? Ich weiß, es ging. Ich glaube, da kommen wir später ran. Ich komme aus, wenn du rennst, statt gehen möchtest, okay. Die reden ziemlich viel, deswegen... Is that Colorado? All hail the Grand Wizard! Hey! Dad, you are the new kid. Your coming was foretold by Coldwell Banker. I am the Wizard King. But the time for talk is not now. Let me show you my kingdom. Zeig mir bitte dein Königreich. Einzigartig. Diese Häuser sehen hier alle gleich aus. Oh, who's your new friend, Eric? Hey, ich bin Danny. Is that Spanish? Nein, das ist Deutsch. Oh my. Deutsch. Is that Spanish? Das ist Deutsch. Oh my. Ich liebe die Lektion. Ich nehme einfach alles mit. Cartmans Garagenschlüssel. Okay. Cartman, ich hoffe, du hast nichts dagegen. Wenn ich den Schlüssel nehme. Er hat nichts dagegen, dass ich eine Marsch schlage. Das war's für den mit dem Fernsehen gucken für heute. Jetzt geschlafen, Mom. Das ist episch, was man hier alles machen kann. Man kann viele Sachen kaputt machen, viele Sachen nehmen, einfach so. Welcome to the Kingdom of Koopa Keep. Einzigartig. Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson, who has the power of diabetes. And here, of course, is the breathtaking and lovely Princess Kinney, the fairest maiden in all the kingdom. Don't ask why Kinney wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now. Würde ich auch machen, wenn ich lange Haare habe. You have been sought out, new kid, because humans everywhere are in great danger. I need something from you, and in return, I am prepared to allow you into my kingdom. I know you are very excited. It's time for your first quest, but first, please tell us thy name. Mein Name. Okay. Danny. You entered Douchebag, is that correct? Nein, Danny. Are you sure you want to keep the name Douchebag? Nein, ich hab Danny eingegeben. Very well, Douchebag. You will now choose a class. Fighter, Mage, Thief? Okay, hier können wir uns entscheiden, was wir sein wollen. Ich werde mich jetzt einfach spontan für Magier entscheiden. Das kann man im Spiel dann nicht mehr ändern, deswegen lohnt es sich, das dann nochmal durchzuspielen mit einem anderen Charakter. Aber ja, wir nehmen Magier. Wieso zum Teufel gibt es hier Jude? Wieso kann man hier Jude wählen? Der Thief sieht cool aus. Aber ich nehme den Magier. Einfach so. Okay. Ja, wirklich. We welcome to our kingdom, Douchebag the Mage. Magier Saftsack, yeah! Now please, go and visit the weapon shop. Procure yourself a weapon and we shall teach you to fight. Okay, spiel ich mit Cartman. Kauf eine Waffe would bei Clay. Like to see my wares, weary traveler? Ja. Perhaps you would like to hear tips and rumors for two... Das erinnert mich an so ein ganz altes Mittelalter-Spiel. Okay, Waffen. Zauberstab. A lovely purchase.
Das ist das Einzige, was wir tun können. Wie gesagt, ich kenne den Anfang schon. Also nicht wundern. Lege deine Waffe an. Ich glaube, das ging auf. Gott, ich komme gar nicht damit klar. Egal. Okay. Inventar. Hier, Nahkampfwaffen. Anlegen. Episch. Es ist ein normaler Stock, aber hier zählt das als Zauberstab. Okay. Nice! Das ist mein Lieblingsbeschäftigung. Ich liebe das Kampfsystem wirklich extrem. Das ist cool. Schau euch das mal an, wer das nicht kennt. Also das Kampfsystem ist... Es sieht einfach aus. Also man kann hier Sachen auswählen. Später kann man mehr auswählen. Oder demnächst. Was? Okay. Wenn deine Waffe blinkt, klicke mit der linken Maustaste, um anzugreifen. Okay. Schaden. Wahrscheinlich, wenn er Rüstung hat. Okay. Am Anfang ist es noch so ein Tutorial, aber man muss wirklich sich auf hier konzentrieren. Also einfach ist es hier nicht. Richtig. Okay. Klicke mit der rechten Maustaste, wenn du die Anzeige zum Blocken siehst. Das ist gar nicht so einfach. Ihr seht, ich bin der Beste. Blocken reduziert einigen, aber nicht den gesamten Schaden eines Angriffs. Richtig, was der König sagt, der hat immer recht. Okay, Fähigkeiten. Atem des Drachen. Rüste dein Ziel mit einem Feuerschwall. Bewirkt bei perfekter Durchführung den Status Brennen. Das ist nice. Klicke wiederholt schnell mit der linken Maustaste. Dieses Spiel macht so viel mehr Spaß mit der Maustaste, also mit der Maus, als mit dem, als mit dem Controller, finde ich. Oh oh. Yeah. Yeah. Ich bin so gut. Herr Blenz, lass uns diesen Kampf beenden. Das müsste ihn eigentlich töten, hundertprozentig. Ja! Gewonnen, High Five! Psst. Nice! Ich könnte überspringen, mach ich nicht. Okay. Jetzt würde mir das sein Geheimnis zeigen. Hey, Tuff Cartman in seinem Zelt! Stab der Wahrheit. Erleuchtet ihr nicht mal. Wo ist die Magie hin? Sieht so lustig aus. Mein Taschengeld. Ich würde das Tutorial nicht skippen, weil es macht keinen Sinn. Viele Leute kennen das Spiel wahrscheinlich noch nicht. Deswegen, es ist sehr wichtig, dass sie wissen, um was es geht. So nicht. Okay, wir müssen jetzt den Stick of Truth verteidigen. Den Stab der Wahrheit. Es hat auch einen deutschen Namen, das Spiel. Schade, dass es das nicht mit... Dass sie nicht auf Deutsch reden, aber... Okay. Okay, aufpassen. Ja! Nice! Badass! Was? Ich hab's verteidigt. Was hätte ich besseres machen können? Gesundheitstrank. Einsetzen. Chips heilen ein. Du kannst in jeder Runde erst einen Gegenstand verwenden und dann angreifen. Sobald du angreifst, ist die Runde für dich vorbei. Verwende also zuerst einen Gegenstand. Okay. Aufpassen. Yeah! Oh! Okay. Ins Arschloch. Episch, 9 Schaden.
Now finish off these elves in the name of the Wizard King. Er hat aber auch gar keine Rüstung oder sowas. Okay, jetzt sind wir dran. Ich werde Atem des Lachen einsetzen. Ich denke, das müsste eigentlich reichen, so schwach wie der Loser ist. Das war easy. Das war richtig einfach. Und, ja. Ah, 34 Schaden. Oh mein Gott, bitte tötet ihn. Unser Leben heilt sich hier im Kampf. Deswegen, es ist egal, wenn wir jetzt Schaden genommen haben. Genauso wie die MP, die heilen sich auch, wie ihr sehen könnt. Okay. Ey, wir können übrigens Sachen auch aufheben, also das sollte ich nie vergessen. Kann ich verkaufen und Geld bekommen. Okay, ich komme, Badass. Ich komme. Badass ist so ein Schwächling. Was zum Teufel? Okay. Hat er gerade gesagt, ich soll seine Eier lutschen? Yeah! Ich brauche mehr Rüstung. Ich habe so wenig Rüstung. Okay, wenn deine Waffe blinkt, klicke mit der linken Maustaste, um anzugreifen, oder mit der rechten Maustaste für einen Machtangriff. Okay. Ey, ich konnte nichts tun. Gegner in Konterhaltung können Angriffe mit Nahkampfwaffen kontern, benutze gegen sie Pfeile oder Fähigkeiten. Also wenn sie ihr Schwert so raushalten, kann man sie nicht angreifen. Voller Feigling, er steht hinter ihm. Okay, jetzt von wo wir auch diesen Luschenbogen bekommen haben. Okay. Wenn der blinkt, klicke mit der linken Maustaste, um anzugreifen. Okay, das ist nice. Yeah! Drei Pfeile auf einmal. Badass. Und er ist tot. Wow. Reflektieren. Gegen eine Reflektionshaltung können Angriffe mit Distanzwaffen kontern. Benutze gegen sie Fähigkeiten oder Nahkampfangriffe. Okay, dann würde ich sagen... Was wollen wir einsetzen? Atem ist dran. Diese Attacke ist episch. Das ist meine beste Attacke, die ich momentan habe. Wow, One-Hit-Kill. Great job, Douchebag. So machen wir es in meiner Stadt, Baby. Nice. Die sind wirklich verletzt. Die spielen brutal. Und, oh, Moment mal. Bevor ich weitergehe. Ich will das nicht vergessen. Man hat nur eine Chance. Man kann hier nämlich Sachen aufheben. Normalerweise waren da zwei, aber der eine ist wahrscheinlich weggerannt. Come on, bitch. Nice. Er hat die Katze einfach so geschlagen. Wieder zwei gegen einen. So unfair. Er hat ein Schild. Shields are super weak. Just hit them with your simplest hit over and over to wear them down quickly. Okay, Schilde blocken die eine Anzahl Treffer vollständig. Benutze gegen sie normale Angriffe oder Fähigkeiten, die viel Schaden bewirken. Normale Angriffe oder okay. Wenn der dafür blinkt, klicke mit der linken Maustaste, um anzugreifen. Okay, ich glaube mit der rechten war das. Ich glaub, ja, das war nice. Achso, das macht man nicht. Ja, ja, okay, okay, okay. Verdammt! Er hat wieder ein Schild. Okay, also wenn sie diesen Schild haben, dann muss ich zweimal angreifen. Okay, wow! Okay, der hat Rüstung. Rüstung senkt den Schaden durch Treffer, benutze gegen sie Rüstung. Gegen Rüstung Machtangriff oder Fähigkeiten, die schwere Einzeltreffer. Okay, okay. Ich kann auch diese Fähigkeit hier nutzen, aber lässt er mich nicht. Oh, nice. Nice, nice, nice. Wir müssen abwehren. Yeah, ins Arschloch. Wieso macht mein Kontertreffer nur so wenig Schaden? Sein Arschloch ist gar nicht geschützt, das kann gar nicht sein. Einmal Atemsachen und ich denke, wir müssten gewonnen haben. Yeah! Nein, lebt noch, aber er brennt. Das heißt, er wird sowieso sterben. Ja, in dein Arschloch, Bitch. Nice! Das war cool. Ich liebe das Kampfsystem hier, das ist wirklich, wirklich gut gemacht. Man muss sich auch konzentrieren, also das ist nicht nur so einfach oder so. Das weiß ich auch noch.
Fähigkeiten. Ich kann das aufwerten, diese Fähigkeit aufwerten, ja. Ich habe übrigens eine zweite Fähigkeit, die nennt sich Schlafsand. Lenke deine Feinde mit magischem Schlafpulver ab, bei erfolgreicher Durchführung wird dein Ziel betäubt. Okay. Kann ich auch den... Ne, kann ich nicht nehmen, okay. Da wir Level 2 sind, ich glaube, jetzt können wir sogar andere Sachen kaufen. Okay, lass uns was kaufen. Ich kaufe jetzt einfach mal das Beste, würde ich sagen. Och, wenn ich nicht mal gelesen habe, was man da machen kann. Wir können sowas auch verkaufen. Was? Feinheiten? Nein! Da bekomme ich doch 40 Cent. Ich verkaufe niemals meinen Bart. Oder was auch immer das war. Klar können wir verkaufen, glaube ich. Das können wir alles verkaufen, glaube ich, weil ich weiß nicht, wozu man das verwenden sollte. Okay. Jetzt können wir auch was kaufen. Was auch wichtig ist, sind Verbrauchsgüter. Der Typ ist blind. Okay, lass uns dreimal Klein kaufen, einmal ein Machtsack und einmal ein zweimal wieder mit dem Buchstaben. Und noch einmal ein großer Bank. Yeah! Scott, ihr habt einen neuen Freund. Eine neue Quest. Okay, lass uns rausgehen. Hey! Ich hab mich in der Gruppe angeschlossen. Ich hab Pfeil auf dem Rücken. Ich hab die Nummer deiner Mutter! Okay, von der Token, von der Tweak, von der Craig. Unsere neue Mission. Du hast jetzt eine Quest, die dich in die Stadt schickt. Drücke M, um deine Weltkarte zu öffnen, um zu sehen, wohin du gehen willst. Okay, lass uns das tun. Das ist die komplette Weltkarte. Größer wird sie, ich glaube, nicht. Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht. Hier gibt's, wo sind wir hier? Craig's Haus, okay. Das ist Craig's Haus. Dein Shoutout wird durch den gelben Pfeil angezeigt. Die Ausrufezeichen zeigen Questziele an, bewege den Zeiger darüber, um die Standorte zu sehen und welche Quest dich dorthin schickt. Das ist Karte, okay, da sind wir gerade, okay, nice. Okay, gut, Schnellreiseflagge, da können wir dann immer schnell hin, damit wir nicht durch die Stadt immer gehen müssen. Und wenn wir zu einer Schnellreiseflagge hingehen, können wir auch zu einer anderen uns gleich hin teleportieren quasi. Danke für den Kauf, ja, okay. War das Hausschlüssel? Ich glaube, jetzt können wir sogar hier rein. Yay! Das ist nice. Graue Farbe, Zauber... Was? Zauberbart? Episch, das will ich anziehen. Mrs. Cartman, ich habe die Nummer seiner Mutter. Die Mutter seiner Nummer, genau. Okay, fick dich, naja, alles lief gut, bis du aufgetaucht bist. Dafür wirst du zahlen, das schwöre ich. Ich glaube, Clyde wird sich den Elfen anschließen, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Ich habe es nicht gespielt oder so. Aber kann ich mir so vorstellen. Aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, dass unsere Freundschaft ein neues Level erreicht hat. Vielleicht sogar das Ultimative. Bart, das gefällt das. Das finde ich so nice. Das ist cool. Okay, lass uns. Wir haben eine neue Waffe. Oh, Krummsäbel des Kriegers. Der Waffenschaden erhöht sich um 3-mal vom Rüstungswert. Ich weiß zwar nicht, wie mein Rüstungswert ist, aber okay. Wir müssen. Ich glaube, wir müssen nach links. Was ist. Hier, suche Craig in seinem Haus und sprich mit ihm über. Okay, Craig ist eine der Personen, die wir zurückholen müssen. Nun, oh, was ist das? Dieses Spiel hat keine deutschen Synchronsprecher, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, aber das finde ich auch gar nicht so schlecht, weil in Englisch ist einfach alles immer extrem oder viel witziger. Und das ist dann cool, wenn man es halt so lesen kann. Hey! Hey! Du mit ihm reden. Ja, yeah, ich hab neuen Freund. Nice! So viele Freunde. Was ist das? Hey, hier kann ich einfach so rein. Ich glaube, ich kann einfach so Sachen nehmen und stehlen und einfach in andere Häuser reingehen. Das Haus von Butters, das Gnädigen. Er ist Butters. Okay, Butters, ich hoffe, er stört nicht, wenn ich... Okay, diese Mutter ist komisch. Butters, du hast echt eine komische Mutter. Übrigens, wenn du in der Welt ein Objekt siehst, das schimmert, kannst du mit deiner Distanzwaffe draufschießen. Das weiß ich auch noch. Ich glaube, das ging... So, genau. Episch. Ich liebe diesen Sound. Chuchu Pokémon. Ich glaube, das ist so ein... Ich glaube, das hat irgendwas mit... Das ist so eine...